Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir werden jetzt doch nicht dieses Katzending machen, weil ich habe mal nachgeguckt, ich war doof, ich habe keine Handschuhe gefunden, sondern nur die Schuhe. Und wir können die auch erst ab Stufe 23 benutzen. Deswegen machen wir das noch nicht. Das machen wir dann irgendwie, wenn wir auch dann Stufe 23 sind, als erstes, würde ich fast sagen. Das muss ich mir merken und dann machen wir das natürlich auch gleich als erstes. Jetzt machen wir erstmal kurz die vermisste Patrouille. Kehre zum Leinwolfgarten zurück. Das habe ich einfach gerade eben beim Durchspann gefunden. Das ist ab Stufe 7. Keine Ahnung. Ich habe gestern 2 Minuten gespielt, habe ein bisschen diese Bretter abgelaufen. Bin da ein bisschen. Hab ein bisschen Quests geholt. Habe eigentlich für dieses Katzending mich rumgelaufen, habe das gesucht. Habe es nicht gefunden. Da muss ich nochmal gucken. Das ist leider nicht sowas. Mal gucken. So, aber jetzt gehen wir erstmal ganz kurz zum Lager der Nilfgaarder, würde ich sagen. Wo ist denn das? Wo? Hier ist das. Oh. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Mal gucken, was das da ist. So. Lied. So, Plötze. Komm mal her, aber ein bisschen plötzlich. Ha. Los. Ja, so ein schlechter Witz wieder. So. Na, wo reite ich hier auch schon wieder lang? Bin ich doof? Ja, wahrscheinlich. So. Komm, da kommst du runter, oder? Komm, Plätze. Jo, so ist es richtig. Okay. Da wäre jetzt gerade eine Höhle. Da könnten wir theoretisch auch reingehen. Aber ich würde gerne erst dieses Katzenzeug machen. Sonst sehe ich immer nichts und das ist blöd. Ich möchte nämlich eigentlich immer schon gerne was sehen, was ich mache. Da muss ich immer mit dieser doofen Lampe agieren, die tatsächlich relativ doof dafür ist, weil man kann halt nicht laufen und nichts, das ist ein bisschen blöd. Mit diesem Katzenzeug kann man sich auch viel besser umsehen. Deswegen wäre das um einiges schlauer, das zu haben. Ne? Müssten wir halt nochmal das restliche Zeug finden. Und ich weiß nicht, wo ich es finden kann. Das ist auch ein Problem. Ich habe es gesucht und nicht gefunden. Das ist echt blöd. Ich habe gedacht, wir hatten es im Sumpf mal gesehen. Aber ich glaube, da lag ich falsch. Ich hatte es aber, glaube ich, schon mal gesehen. Ne? Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich habe es halt nur nicht weiter mitgenommen, weil ich doof bin oder so. Keine Ahnung. Nee, haben wir halt einfach. Ich muss noch was mehr mitnehmen, damit ich das dann mal habe, wenn ich es dann auch wirklich brauche. So. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir diese Quest hier angefangen haben. Die vermisste Patrouille, muss ich sagen. Oh, ja, Plätze. Du bist auch klug, wie immer. So. Wer bist du? Was schnüffelst du hier herum? Ich suche Arbeit. Moment mal. 2 Schwerter, Augen wie eine Katze. Du bist ein Hexer, stimmt's? Geralt von Riva. Den Namen habe ich noch nicht gehört, aber du findest hier Arbeit. Das steht fest. Habt ihr in letzter Zeit vielleicht eine Einheit verloren? Eine ist vermisst, ja. Hast du meinen Aushang gefunden? Nein, ihre Leichen. Ein Wyvern-Weibchen hat sie umgebracht. Sie sind in ihr Jagdrevier geraten. Ein Wyvern? Ruede Pest! Deine Männer müssten sie provoziert haben. Verstehe. Danke, Hexer. Deine Belohnung entsprechend der Bekanntmachung. War fail. Okay, warte, was hast du noch? Wanderst noch durchs Lager? Vorsicht, sonst hält man dich für einen Spion. Du siehst müde aus, Quartiermeister. Bist du schon lange hier stationiert? Zu lange. Aber die Zeit wird kommen, da das Banner des Kaisers erst über Novigrad, dann über Dreiberg flattert. Und dann gehen wir alle nach Hause. Zeig mir deine Ware. Können wir irgendwas verkaufen? Nö. Okay. Das hier, was ist das? Gut, Stufe 19, 36. Eigentlich gut, aber vielleicht 43 Rüstung. Also ich könnte das mitnehmen, oder? Komm. Wir nehmen es einfach schon mal mit. Wenn wir Stufe 19 sind, können wir es dann gleich verwenden. Der hat doch noch eine Quest. Du wanderst noch durch. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch dieses Gwind. Das könnte natürlich auch sein, das will ich gar nicht machen, deswegen. Lassen wir mal, wir gucken auch hier mal ganz schnell wieder aufs
Aus Bratten. Aus Brett. Dektra, irgendwas so nicht. Brauche ich nicht. Nö. Vermisste Soldaten. Bekannt machen. Aha. Gut. Neue Markierung, nicht erkundeter Ort. Wunderbar. Das ist ganz toll. Nachricht vermisste Soldaten. Ist auch ganz toll. Ich habe auch mal ein bisschen ausgemistet. Die ganzen Bücher zum Beispiel mal zu Hause gelassen, weil die brauchen wir ja nicht. So, an die Quester komme ich irgendwie nicht ran. Das ist ein bisschen doof. So, finde ein Schiff nach Skellige. Warte mal, wir müssen ja noch irgendwie was anderes machen. Schatz suchen. Ja, gut, das könnte man theoretisch machen, aber... ja, vielleicht mache ich das auch mal. Mysteriöse Spuren könnte man machen. Nebenquest. Auf den anderen Fährten gehe nach Pharaoh und suche halt nach anderen. Okay, das ist... Warte mal, wenn ich die mal aktiviere, wo muss ich da? Mal kurz gucken. Hier hin. Ah, guck mal hier, dann gehen wir da einfach mal hin. Würde ich sagen. Dann gehen wir da einfach mal eben hin. So. Mal schauen, was wir da haben. Immer schön querfeldein, das geht am besten. So. Ich würde ja Witcher, würde ich ja gerne mal in 4K aufnehmen, muss ich sagen. Da hätte ich echt mal richtig Bock zu. Und vielleicht ist es sogar bald soweit und dann könnten wir das vielleicht sogar machen. Witcher auch in 4K spielen. Ich plane da momentan so ein bisschen ein 4K-Monitor zuzulegen. Jetzt demnächst vielleicht nicht, aber bald. Ich bin da so ein bisschen gerade am Überlegen, schon ein bisschen am Gucken, was kaufe ich da, weil ich hätte gern echt diese Grafikqualität, weil die ist so schön. Und deswegen bin ich da auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen am Gucken, was kaufe ich da, was ist da am besten, da muss ich mich noch ein bisschen beraten lassen. Da muss ich nochmal, da gehe ich nochmal los und lass da nochmal ein bisschen Fachmänner, ich weiß nicht genau, wie ich das, wo ich das mache, aber dann lasse ich da nochmal jemanden, der dann wirklich was Vernünftiges dann auch verkauft. Oder ich lasse mir da vernünftig Sachen holen, lass mich ein bisschen, auf jeden Fall immer ein bisschen beraten. Was ist gut? Was hält lange? Ne? Dass ich sowas irgendwie mir anschaffe. So, wir können theoretisch mal speichern sowieso, ne? Bevor wir jetzt hier gleich verrecken, weil wir hier runterfallen und doof sind. Weil ich doof bin. Entschuldigung, nicht wir, ich. So, was haben wir hier? In der Nähe. Geh nach Faroe und suche Hammond. Ist das hier vor? Warte mal. Guck mal kurz auf die Map gucken. Wegkreuzung. Wo ist denn Faroe? Nur mal so aus Neugier wahrscheinlich. Das war doch was auf Skellige, oder? Vor? Nee. Hä? Keine Ahnung, oder markiert mir die Quest vielleicht, den könnte ich schnellsten Weg nach Faroe, weil ich da wahrscheinlich eine Schnellreise verbrauche, glaube ich. Das könnte natürlich sein. Gewinnspielen wählen. Nö. Wenn ich das hier markiere, wohin geht er dann? Mit seiner. Ach, gar nicht hier. Siehst du, das ist nämlich nicht auf dieser. Auf Dings, ne? Auf den Fährten, keine Ahnung, weiß ich nicht. Meisterlich Rüstungsschmied, hol die Werkzeuge aus dem Waffenschmied von Ludwig 24. Machen wir mal lieber nicht. Treff Rittersporn im Rosmarin und Thymian. Spieler der großen Stadt. Nö, eine gefährliche Spiel. Besorge die Karten. Von Soltan. Okay, das könnten wir machen. Komm, machen wir das hier. Holen wir mal die Karten für Soltan. Ach, warte, da kommen wir auch gleich, wenn wir hier sind. Und gleich mal eine Schnellreise machen. So, einmal... noch hier. Hier ist, glaube ich, am besten.
So. Besorgen wir jetzt erstmal schön die Karten für Sultan. Wir müssen echt diese ganzen Billo-Quests da mit Stufe 12, die müssen wir alle loswerden. Das ist einfach keine Herausforderung. Das ist echt schade. Ich möchte jetzt gerne diese ganzen riesigen Aufträge machen, diese ganzen Schatzsuchungen möchte ich gerne machen, aber da sind wir tatsächlich noch ein bisschen zu low für. Die könnte man so ab 20, könnte man glaube ich damit anfangen. Ne, da sind wir noch ein bisschen zu schlecht für, leider. Echt schade. So, da oben wahrscheinlich rein. Ja, klopft gegen die Wand, das ist gut. Verschlossen, aber Zed scheint drinnen zu sein. Und er steckt in der Klemme. Ich muss einen anderen Eingang finden. Okay. Ein anderer Eingang. Vermutlich mit Hexersinn, ne? Das ist meistens am besten. Was suchst du hier, Schmerzbringer? Mir fehlt die Berührung einer Frau. Was für ein Lächeln. Eine offene Wunde. Warum? Komme ich dadurch rein? Mal gucken. Hier durch die Leiter vielleicht und dann da irgendwie rüber. Na gut. Versuchen wir es mal. Moment. Alter, ich dachte gerade, ich falle hier runter. So, da sind wir, glaube ich, drin. Das dürfte Zed sein. Okay, die Suche Zeds Unterkunft mit Hilfe der Hexersinne. Das können wir natürlich machen. Hat er noch was dabei? Nee, ich kann ihn nur untersuchen. Was haben wir hier? Der letzte Wunsch. Mhm. Gut. Gefunden? Nein. Der Herzog wird angepisst sein, dass wir nicht aus Zed rausbekommen haben, wo sein Kassenbuch ist. Habe ich's etwa nicht versucht? Du hast ihn wohl zu hart drangenommen. Scheiße. Na, wenigstens haben wir die Isengrim-Karte. Hallo. Ach du Scheiße. Los, Ringo, auf geht's, pack ihn! So, ich hätte gerne eure Karte, muss ich sagen. Das ist wichtig für mich. So. Die haben was gesucht. Die haben was gesucht. Achso, die haben nur was gesucht. Okay. Schlüssel zum Zeds Pfandhaus. Diesen Grimfawiltianer aus dem Skoyatel-Deck. Wie die Karte wohl wert ist. Die haben was gelassen und wohl die Suche. Oh, wir haben gerade eine gescheiterte Quest. Warte. Sammle sie alle? Warte. Fehlgeschlagen. Ja, okay, vervollständigen den Sammel von Quinn Kartendeck. Ja, gut. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Oh, das können wir noch ausmachen. Gut. Die haben was gesucht. Die haben was gesucht. Ja, toll, dass sie was gesucht haben. Das habe ich mittlerweile, glaube ich, verstanden. Die haben was gesucht. Okay, wir untersuchen erstmal weiter. Vielleicht noch ganz oben wieder? Hier ist nichts mehr. Finde jetzt Kassenbuch mit Hilfe deiner Hexersinne. Wo ist es denn? Zed, wo hast du dein Kassenbuch versteckt? Hallo? Leiter benutzen? Geht das auch, oder? Ja, danke. Zed, mein Lieber, wo hast du denn dein Kassenbuch? Huch. Ja, jetzt mal im Ernst, warte, dass ich sehe es nicht. Bin ich blind oder wird es mir wieder nicht angezeigt?
Kassenbuch. Das dürften die Namen der Leute sein, denen Zed Karten verkauft hat. Stahlschwert neu. Wenn das Goldstoff. Rida. Okay. Da sollte Sultan mal einen Blick reinwerfen. Okay, dann bringen wir jetzt alles zu Sultan. Gut, das ist ja relativ leicht. Dann kann er sich vielleicht um seine Karten selber kümmern. Mal gucken. Hi. Weiß ich nicht. Habe ich einfach von Natur aus. So, da ist er ja. Sultan. Sultan? Geralt? Wegen dieser Karten. Hast du sie? Die Isengrim-Karte habe ich. Zeig mal her. Ha! Und da heißt es, Elfen wären schön. War Zed ein großes Problem? Zed ist tot. Ich bin seinen Mördern begegnet. Wir wollen nicht über vergossenen Zed weinen. Was ist mit den anderen Karten? Sultan, bist du sicher, dass diese Sache nicht zu gefährlich wird? Ich meine, es sterben Leute wegen dieser Karten. Nur Zed. Und glaub mir, der war kein unschuldiger Passant. Außerdem hast du seinen Mördern doch bestimmt den Garaus gemacht. Also ist alles in Ordnung. Erzähl mir lieber von den anderen Karten. Die anderen Karten habe ich nicht gefunden. Verfickt, der Sack muss sie verscherbelt haben. Hör mal, ich habe selbst Kassenbuch. Zeig mal. Den Einträgen zufolge hat er Karten an Cäsar Bilsen und Ravi verkauft. Ach, hätte schlimmer sein können. Wir müssen sie besuchen. Wer ist Cäsar Bilsen? Der Buchhalter von Hacker. War mal in Ordnung, ist jetzt aber so arrogant, dass man nicht mehr mit ihm trinken kann, geschweige denn angeln. Angeln? Wir haben uns im Anglerclub Pontas Stolz kennengelernt. Aber da lässt Cäsar sich jetzt nicht mehr blicken. Seine neue Rolle nimmt ihn so in Beschlag, dass er kaum noch das Haus verlässt. Immerhin müssen wir nicht die Stadt nach ihm absuchen. Ravi, wer ist denn das? Ein ordinärer Falschspieler und Schwindler. Will mir nicht in den Kopf, wo er das Geld für die Nathalie-Karte her hatte. Ich hab ihm mal eine Tracht Prügel verpasst. Seitdem ist unser Verhältnis etwas frostig. Du musst ihn wohl alleine aufsuchen. Ach, Sultan, es scheint ja äußerst wichtig für dich zu sein. Ich versuche, dir die Karten zu besorgen. Danke, Geralt. Cäsar können wir zusammen aufsuchen. Wir treffen uns vor seinem Stadthaus, der protzigsten Bausünde am Platz des Hierarchen. Hat die Fassade golden anstreichen lassen. Wenn du vorher Ravi sehen willst, würde ich an deiner Stelle zuerst im goldenen Stör nach ihm gucken. Alles klar. Bis dann. Und du brauchst Ravi nicht zu sanft anzufassen. Hau ihm ein bisschen auf die Löffel, dann gibt er nach. Also, viel Glück, Geralt. Ja, vielen Dank. Wir wollen erstmal Ravi machen. Den können wir alleine kurz aufsuchen, dann haben wir das durch. Das sollte hoffentlich nicht allzu lange dauern. Es stinkt nach Verwesung, menschliches Fleisch. Ich hoffe, der dauert nicht ganz so lange und dann machen wir schnell das mit Sultan. Das sollte hoffentlich auch nicht Jahre dauern. So. Okay, jetzt sind wir hier. Was machen ist denn passiert? Bewohner von Skellige haben jetzt die Krüppelkarte übernommen. Übernommen? Wie das? Inhaberin verdroschen, Mädchen rausgeworfen, zu saufen angefangen. Sind seit gestern dabei, feiern offenbar irgendeine fette Beute. Ja, klingt nach Skellige. Aber du siehst wie ein ehrlicher Mann aus. Hilf uns, wirf die Rabauken raus. Wir haben nicht viel, aber wenn wir zusammenwerfen, wird sich's lohnen. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Es gibt also doch noch gute Menschen auf der Welt. Komm mit. Jetzt aber raus. Okay, gut, das ist eine Einzelquest, die können wir dann später machen. Nicht jetzt. Machen wir noch. Irgendwann. So, wir machen erst
Jetzt den fertig. Wir müssen so ein bisschen nach der Reihe. Dann können wir immer alles kreuz und quer machen. So. Unten oder oben? Unten, okay. Dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Ja. Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Ah, das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen. Ihr habt die Karte. Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen, uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind alle deine Finger gebrochen. Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Siehst du? Ravi ist dabei. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr Pep. Ravis Leben und die Nathalies Karte. Einverstanden? Ich kann mit Ravi nichts anfangen. Dieser Hexer ist ein Langweiler. Sag verdammt nochmal zu! Ernsthaft? Schon wollen die sich mit mir prügeln? Graf, du bist doof. Oh, die haben Dings auch getötet. Oh, das ist nicht gut, habe ich so das Gefühl. So, wir haben die Karte. Ja, gut, ist der leider auch mit draufgegangen. Ist schade, ich bin richtig betroffen. Deswegen... Mach das doch. So, jetzt machen wir mal eben noch das andere. Vor dem Haus von Cäsar. So, Sultan. Ah, da bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich hab die Nathalies Karte. Wunderbar. Jetzt bleibt nur noch Cäsar Bilsen, dann haben wir es in trockenen Tüchern. Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositätenkabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Was hat er denn alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon. Du wirst's als Erster erfahren. Ich nehme an, dass es entweder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Gehen wir. Na gut. Chiwai? Cäsar Bilsen, weißt du noch, wie wir gestritten haben, wer König des Ponta ist? Der Hecht ist König des Ponta. Siehst du, ich bin hier, um dir klarzumachen, dass es der Wels ist. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Wer ist das? Der? Das ist Geralt. Und, angelt Geralt auch? Eigentlich nicht. Ich jage eher. Das ist gut. Ein verlogener Angler am Tisch reicht völlig. Kommt rein. Was hilft's, dass Zander so gerne beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser? Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian... Scheiße mit Thymian zubereitet. Ruhe. Ich hab also unlang mit Thymian... Geralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir Zander? Das Wort Unlang gibt es nicht. Wen hast du denn da mitgebracht, Chiwai?
Einen Grammatikpuritanisten? Bilsen, hast du gehört, dass Vibo Batilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Konterhechte sind nicht so blöd, auf seine miesen Erbsen reinzufallen. Man braucht Lebendköder. Oder die größten Regenwürmer. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich hab mal einen ausgegraben. Der war so fett, da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Bin nicht so sicher. Geralt, was nimmt ihr denn den Kerl Mohan? Bomben. Was? Wie? Bilsen, hast in letzter Zeit nicht viele Scherze gehört, was? Gut, der hier war nicht so überzeugend. Geralt, hol uns doch noch eine Flasche. Mach ich. Bei der hier sehe ich schon den Boden. Okay. Wann angeln wir denn unseren Wels? Ich angle nicht mehr mit dir. Hast du vergessen, was letztes Mal passiert ist? Was ist denn da passiert? Hm. Hättest nicht so reißen sollen, dann wärst du auch nicht reingefallen. Wo muss ich denn hier hoch? Siehst du, man sieht einfach nichts. Ah, hier ist die Treppe. Nichts sieht man hier manchmal, so dunkel ist das leider. Oder mein Bildschirm ist so dunkel eingestellt, das kann natürlich auch sein. So, was haben wir denn? Erstmal alles natürlich mitnehmen, ne? Ist ja ganz klar. Das ist ganz wichtig. Das Messer sieht aus, als wäre es mit der Tischplatte verbunden. Die Schublade ist offen. Okay. Ein Becher. Gut, das ist ja alles hier nicht so spannend, aber er wird es ja nicht mehr brauchen. Glaube ich. Ah, da ist noch was. Dreieckiges Loch in der Wand. Interessant. Passt perfekt. Geheimtür hinter einem Bücherregal. Klassiker. So, aber wenn man es nicht weiß, findet man sie auch nicht. Und ohne Hexersinne ja schon mal gar nicht, ne? Meistens ist das eher schlecht, sowas dann zu sehen. Jagdfigur. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Ah, hier ist Fringilla. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M hier bei der Krönungsfeier speiste. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M hier bei der Krönungsfeier speiste. Doch, das können wir auch mitnehmen, aber leider nicht. Hm, Schwerter. Holzketten, einfach nur Ketten. Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand. Mhm. Gut, ich glaube, jetzt haben wir alles hier durchsucht und alles mitgenommen, was wir mitnehmen können. Jetzt gehen wir auch wieder runter. So. Was machen wir jetzt, wenn wir ohne Flasche zurückkommen? Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Klar doch. Schieb Hallo? Uns das auch Danke. Noch in die Schuhe. Sultan, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Warte doch. Gehst du schon? Was ist mit der Flasche, die du holen wolltest? Grüß dich, Bilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht? Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal. Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ach komm, ey, wieso wollen die eigentlich immer alle auf die Schnauze? Hexer! Überall
Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem Letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Ich habe mir oben Caesars Kabinett angesehen. Und? Kein Wunder, dass er damit nicht angegeben hat. Eine nilfgaardische Rüstung, ein Porträt von Emir, Joachim de Wets Schädel, Vatier de Rideaus Dolch, Skellens Henkerseil. Ach du Scheiße, Igitt. Ekliger Kerl. Und dem habe ich die Hand geschüttelt. Aber hast du das Seil zufällig mitgebracht? Ich kenne ein paar, die dafür ein hübsches Sümmchen zahlen würden. Manche stehen auf solchen Kram. Nein. Ach, wenn du meinst. Ich habe auch eine Figur gefunden. Einen nilfgaardischen Soldaten. Auf ihr liegt irgendein Zauber, aber ich kann nicht sagen, was für einer. Triss dürfte das wissen. Triss ist nicht mehr hier. So, ein vollständiger Satz Karten. Und nun? Jetzt holen wir uns einen Riesenhaufen Geld dafür. Auf geht's! Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Wer ist denn der Käufer? Der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht viel über ihn, aber er gehört zum Dunstkreis des Herzogs. Das ist sicher. Du kennst mich, Geralt. Ich habe keine Vorurteile. Solange die Kasse stimmt. Das verdirbt ihren Geist. Das Feuer wird sie alle reinigen. Ich kann es kaum erwarten, den Bettlerkönig vom Hals zu haben. Ja, schön. Das ist spannend. Okay, kommst du? Ja, gut. Ah, endlich. Ich fürchte, die Leiche ist schon kalt. Was soll das? Dein Kaufinteressent hat uns das Geld übergeben und ist verstorben. Etwa in dieser Reihenfolge. Es war doch hoffentlich nicht zu mühsam, die Karten zu besorgen. Versuch's doch mal selbst. Du willst mich herausfordern. Ich bin nicht so dumm wie der Graf. Das solltest du langsam wissen. An die Arbeit, Jungs. Den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Oh Gott. Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt. Jagt dem Hurensohn nach. Ich kümmere mich um die anderen. Mit Vergnügen. Aber irgendwie kann ich momentan nicht mehr rennen. Ich glaube, ich bin schon wieder überladen. Ah, hier geht's hoch, okay. So, noch weiter nach oben. Gut, die draußen sind anscheinend schon alle tot. Hurenvorn hat mir einen Fahnen draufgeflogen. Was? Ich verstehe kein Wort. Elf Dalan, durch die Tür, los, schnell! Es gibt kein Entkommen, Herzog. Bleib einfach stehen. Okay, ich glaube, ich sollte mal was ablegen, sonst ist das ein bisschen langweilig, so eine Verfolgungsjagd. Oh, was habe ich jetzt weggeworfen? Das ist ja egal, komm. So, 90-90, das müsste theoretisch passen, wir sind nicht überladen. Okay. Das ist so eine Verfolgungsjagd auch ein bisschen spannender, ne? Okay, nach unten. So. Wo ist er denn? Noch weiter nach unten? Okay. Noch weiter nach unten. Er ist in der Nähe. Noch weiter unten oder ist er jetzt gleich oben? Nö, er müsste hier irgendwo sein. Oh, komm. Tschüss. Tschüss.
Oh, das war eine magische Falle. Die war falsch. Zeig mir, was du zu bieten hast. Oh Gott, ertrunkener Stufe 4. Wie langweilig. Gar keine Herausforderung bei. So lang, lahm ist das. So. Da mache ich mir nicht mehr die Mühe, die zu looten. Lass mich. Scheiß Ertrunkene. Du könntest einen Hexer gebrauchen. Sehr amüsant. Wenn ich dir das Geld gebe, lässt du mich dann in Ruhe? Ja, du kannst gehen. Falls du kannst. Welche Chancen habe ich? Mit diesen Wunden? Keine großen. Bis dann. Und? Hast du ihn gekriegt? Und das Geld? Ja. Was ist mit dem Herzog? Hast du es ihm gegeben? Nein, ich habe ihn gehen lassen. Ach, ich hätte mitgehen sollen. Du weißt doch, dass er es auf mich abgesehen hat. Jetzt ist er sicher doppelt entschlossen. Das bezweifle ich. Ich glaube, er wechselt die Branche. Wenn er es lebendig da rausschafft. Also, Geralt, was willst du? Geld oder Karten? Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Also hast du die Wahl. Wenn du Gold willst, kein Problem. Ich finde im Handumdrehen einen anderen Käufer für diese Karten. Ich glaube, das Geld ist besser, oder? Brauche ich lieber die Karten? Ich würde jetzt spontan das Geld nehmen. Da wir Gwind ja sowieso nicht spielen, nehme ich das Geld. Geld wäre mir lieber. Es ist dein. Ich kann den Bettlerkönig trotzdem bezahlen. Da wird der Schwanzlutscher aber staunen. Viel Glück, Sultan. Danke, Geralt. Und nicht vergessen, der König des Ponta ist der Welts. Okay, wir haben jetzt das Geld genommen, einfach, weil sich für uns mehr lohnt. Weil wir sowieso keinen Gewinn spielen. So, das haben wir alles genommen. Jetzt gehen wir da mal kurz rechts zum Händler und verkaufen das gleich alles mal. Würde ich sagen, haben sie das nämlich auch gleich los. Das ist auch schön. So. Wahrscheinlich hat er jetzt gerade nicht geöffnet, oder? Wollen wir mal gucken, was hier für reingehen? Wahrscheinlich. Kredithai. Hallo, kann ich mit dem reden? Grüße. Was willst du verpfänden und wie viel brauchst du? Was lässt dich darauf schließen, dass ich Geld brauche? Braucht jeder mal. Du siehst nicht aus, als wärst du reich. Und du riechst auch nicht so. Gerade kann ich nicht klagen. Dann willst du dir vielleicht ansehen, was die weniger Glücklichen verpfändet haben? Ja. Zeig mir, was du anzubieten hast. Das ist richtig, das möchte ich. Ein Buch. Zusatzinformationen. Dann kaufen wir das. So, ich wollte aber eigentlich hier das nicht, aber das hier kannst du alles haben. So. Hat er ein bisschen Geld verloren. Wir haben Geld plus gemacht und wir haben jetzt diese Zusatzinformationen. Bis dann. So, machen wir jetzt das Inventar. Jetzt können wir hier mal gucken. Eine Zusatzinformation. Lesen. Gut, vielen Dank. Aber gelesen. So. Jetzt können wir ganz kurz bis Tagesanbruch mal eben schnell hier, zack, meditieren. Dann ist es wieder hell. Dann sehen wir auch wieder besser. So, und jetzt gucken wir mal Quests. Reise des Gellige, ja, noch jetzt noch nicht. Jetzt aber raus könnten wir jetzt machen. Komm, machen wir es jetzt auch. Komm, machen wir jetzt aber raus noch und dann ist auch gut. Für heute, glaube ich. Das ist das Letzte, was wir für heute in der Aufnahme machen. Oder in der, in dieser Folge. Komm, lauf, Geralt. Na toll. So. Dem scheint es zu gefallen, dem Regen.
hier lang. Lululul. So, werd die betrunkenen Skelliger los, das ist das Einzige, was wir machen müssen. Und wieso lässt der immer hier das Laufen los? So. Tut mir leid, Kollege, aber du musst dein Horn woanders füllen. Dieses Etablissement gehört heute zu Skellige. Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade. Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken, sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren. Ich gehe nirgends hin, nur ihr. Wenn nicht, schlage ich euch bewusstlos und trage euch raus. Du drohst mir? Mir? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Jormund von Farel! Nie von dir gehört. Verdammte Festlandratten! Hey da, Jungs, kommt mal her! Dieses Würstchen hätte gern ein paar Maulschellen! Och, kommt schon, wirklich! Oh, Krieger, Stufe 1. Oh ja, ich hab Angst. Ich bin, fast... Sag mal, jetzt reicht's hier aber langsam mal. Schön, es reicht. Bei Freyas Titten, das hat mich aber ernüchtert. Meine Herren, gehen wir jetzt. Amüsieren wir uns woanders. Sehr gute Entscheidung. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Verdammte so. Schwarze! Vielen Dank. Wir hätten es alleine nicht geschafft. Wir haben nicht viel. Ich hoffe, dies reicht dir. Das ist wunderbar. Leb wohl. So. Die Quest haben wir auch abgeschlossen. Jetzt aber raus. Wunderbar. Und als nächstes haben wir Hexaufträge. Neue, die spannend sind. Nein, Stufe 20. Gut, den könnten wir theoretisch machen. Schatzsuche haben wir. Gut, die ab Stufe 11. Das ist nicht ganz so spannend. Nebenquests haben wir. Eine schwarze Perle, nee, Gwind in Wählen, auf anderen Pferden, ja, das war der komische Kack da, Kabaretten, Tripprittersporn, das wäre das nächste. Dann sind wir tatsächlich so gut wie durch mit den Low-Dingern, aber wahrscheinlich finden wir da noch mehr. Okay, auf geht's, Kabarett, Tripprittersporn und im Rosmarin und Thymian, das können wir machen. Im Laden waren wir sogar schon mal, da kann ich mich dran erinnern. Und Geralt hört die ganze Zeit auf zu laufen. Ich verstehe nicht warum. Lass das bitte. Das muss nicht sein. So. Wo ist denn der Laden? Dort ist er. Und aber da gehen wir auch erst rein. In der nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin. Tschüss. Und danke fürs Zusehen.